Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir sind immer noch an der Niemandswerft unterwegs und treffen diesen seltsamen Kerli hier. Na, wer bist denn du? Who are you? Keiner, der Bier trinkt. Gavlan. Gavlan will, Gavlan deal. Gavlan wants soul. Many, many soul. Das ist also ein Händler, der gerne Bier trinkt. What you want? What do you want? Heißt es richtig? With Gavlan, you will, you deal. ja, machen wir doch mal locker, ja. Komm her, zeig mir deine Waren. Ring der Riesen erhöht die Balance. Dies ist der geliebte Ring des edlen Lothian ohne Schild, ehemals aus Forossa. Er erhöht die Balance. Lothian wurde als Bauer geboren und starb als General. Seine Entschlossenheit und seine Gewissenhaftigkeit waren unerreicht, vor allem im Kampf. Einen Namen machte er sich, indem er ohne Schild kämpfte. Gift, 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 Gift. Ich glaube, den Ring, den kaufe ich mir sogar. Verkaufen? Wir können verkaufen? Wie cool ist das denn? Das brauchen wir denn nicht mehr. Aber nur das, was wir dabei haben, ne? Nö. Krieg jetzt mit den Sachen verkaufen. Das ist ja lustig. Krieg Seelen dafür. Oh. Das ist ja echt gar nicht mal so verkehrt, wenn wir da Sachen verkaufen können. Die wir nicht mehr brauchen. Warum nicht, ne? Das mache ich aber jetzt nicht. Das mache ich mal, wenn, wenn wir es brauchen. Gavlan, what you want? Hab ich ihn jetzt abgeholt? With Gavlan, you will, you deal. Gavlan, what? With Gavlan. Okay, er wiederholt sich. Many deal, many thanks. Ja, ein lustiges kleines Kerlchen, muss ich ja schon sagen. Kann man sogar verkaufen, das finde ich sehr schön. So, was haben wir hier drin? Ein großes Großschwert und ein silberner Talisman. Sehr schön. Großschwert und ein silberner Talisman. Großschwert. Ein gerades Schwert mit sehr langer Klinge. Eines von nur wenigen Ultra-Großschwertern. Braucht auch 28 Stärke. Es war nie vorgesehen, dass ein Mensch ein derart schweres und vernichtendes Schwert führt. Nur wenige berühmte Krieger haben diese famose Klinge je geführt. Sie verlangt dem Könner der Menschen alles ab. Oh, ich habe gerade ein bisschen Schluck auf. Und dann Silber, nicht Amulett. Wo ist es denn? Das hier, ne? Silberner Talisman. Verwandlung. Verschmelzt mit Umgebung. Ein winziger Talisman mit Nachbildungsmagie. Verwendet ihn, um mit etwas zu verschmelzen. Nutzt diesen Talisman, um euch vor Eindringlingen zu verstecken. Bietet nur äußerst oberflächliche Tarnung. Doch oft reicht diese bereits aus. Damit können wir uns tarnen. Das ist ja lustig. Aber sie hilft uns jetzt nicht, sie hilft uns jetzt nicht auf das andere Gebäude, ne? Das ist ein riesiger Käfig oder ist das eine Kerzenständer? Ich will natürlich immer noch mich am Fragen, wie kommen wir auf das Dach da vorne? Und ich bin der Meinung, das kann man irgendwie schaffen. Die Frage ist nur, wie? Habt ihr das vielleicht irgendwie geschafft? Seid ihr da irgendwie draufgesprungen? Wenn ja, schreibt es doch in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Warte, ich ziehe mich nochmal kurz aus. Das macht uns ja zumindest leichter. 26,5. Vielleicht muss ich auch runter? Nee. So, so. Ihr seht, wenn das ein bisschen weiter davor stehen würde, würden wir es sogar schaffen, ne? Wenn wir auf das kleine Vordach da vorne kommen könnten. Selbst da bin ich zu niedrig. Kann man von hier vorne? Oh, ich hab dich mal an. Oha, ist er da? Nee. Hab ich gerade erschreckt, von mir selbst erschreckt. Fuck der Hosen. So. Hier ist noch irgendwo der Hund.
Ist nur die Frage, wo? Ah, ich glaube, über den Balkon kann ich auch nicht dran. Guck mal, da komme ich ja gar nicht dran in den Balkon. Das ärgert mich, ich will da rauf. Lasst mich doch rauf. Ich bin mir sicher, irgendwie kann man doch darauf. Komm, spring! Ich will darauf, ich komme darauf. Irgendwann komme ich darauf, liebe Freunde. Das sage ich euch. Irgendwann kommen wir da auch irgendwie hin. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich habe gar keine Ahnung. Nicht mal den groben Hauch einer Ahnung, wie man da hinkommen soll. Hallo, ist hier was drin? Nö. Was war das? Leg dich mal hin, mein Freund. Guck mal, hier ist doch wieder eine Wand, die kaputt geht, oder? Nö. So, Gott sei Dank sind die mit einem so zwei Schwingern kaputt, die Viecher hier. Das macht sie nicht sonderlich stark. Da ist eine Glocke. Gut, aber die Glocke fliege ich jetzt eigentlich noch nicht dran. Gehen erstmal nach unten. Quietsch, 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 quietsch. Achso, hier geht's nur hier rauf. Dann müssen wir wohl an die Glocke gehen. Dann machen wir das mal. Lebenstein und Heimatknochen. Zwei Stück. So, hier kann man reingehen. Ist hier was drauf? Nö. Da unten liegt da was? Nö. Dann gehen wir das Haus hier lieber mal runter hier. Wie kann man hier nur wohnen? Kein einziges Fenster drin. Aber ihr hier mal wieder. Sei mal ruhig. Wuhu. Das war jetzt sehr knapp, bevor ich nochmal gehauen hätte. Ein Langschwert. Oh. Die werden bestimmt hier durchgebrochen, kann das sein? Langschwert ist schlechter als das Breitschwert. Gerade Standardschwert. Dieses gerade Schwert reicht in den meisten Belangen aus, wenn es richtig geführt wird. Jene, deren Ziel das Meister des Schwerts ist, werden... Er ist bestimmt einmal auf ihrem Weg benutzen. Na gut, wir haben es noch nicht benutzt. Ob wir es irgendwann mal benutzen werden, weiß ich nicht. So, und ich fürchte, wir müssen irgendwie wieder zurück, ne? Hier können wir fast normal runterlatschen. Hier ist der Nixe. Tja, also wissen wir schon mal mehr. Die Viecher da unten kann man backstabben. Das ist sehr gut zu wissen. Weil diese Viecher doch nicht gerade ohne sind. Hä? Ach, das ist der Pfahl. Ich sag grad, wo bin ich denn jetzt dran vorbeigelatscht? Kommen wir hier hin? Na du, gerade ruckelt es ein bisschen. Ja, jetzt geht's wieder. Was ist denn hier los? Warum schliert das so komisch? Ah, guck mal. Hier waren wir doch schon mal. Na, mein Freund mit dem Bogen. Kennst du mich noch? Dein Freund kennt mich noch, der schießt schon. Ja, ich weiß, wo wir sind. Wir sind jetzt hier. Na du. Ich weiß, dass du herkommen möchtest. Es geht's noch gut, ne? Wie viel kommt denn jetzt hier? Ja, kommt her! Ja, ihr seid ja welche. Oh Mann! Ist ja gefährlich hier. Kommen ja richtig viele von denen auf einmal. Uhuhuhu. Nur gut, haben wir schon mal eine kleine Abkürzung geschaffen für später.
falls wir mal irgendwo drauf gehen sollten, auf den Weg hierhin. Außerdem kommen wir so auch tatsächlich dorthin zurück, wo wir hingehen sollen, ne? Ist noch eine Tür. Boah, ich bin vergiftet. Eisenpfeil. Moment, ich muss ja jetzt muss ich mal was holen. Was kann mich gegen Gift heilen? Hallo. Was heilt mich gegen Gift? Hallo. Gift, was war das? Ausdauerregeneration. das halte ich nicht gegen Gift. Das hat mich aber jetzt sehr schnell niedergemetzelt, muss ich sagen. Das heißt, ich finde, glaube ich, lebe jetzt mal ganz schnell raus, was mich gegen Gift heilt. Ich habe doch was dabei, was mich gegen Gift heilt. Das war es nicht. Das war irgendwie so eine komische Blume, ne? Willen? Senkt benötigen Zauber einen Willen eines Zaubers um 1. Das ist sehr schön. Asketenleuchtfeuer. Was hat mich denn jetzt hier gegen Gift geheilt? Zauber, Dämmerungskraut, stellt Zauber. Zauber wieder her. Halt Gift. Erhöht Ausdauer. Ich hatte noch so gelbe Blumen, oder nicht? Hab ich die weggepackt? Hä? Gegenstandskiste. Nö, ich hatte doch noch so gelbe Blüten, oder bin ich blöd? Hä? Ich hatte doch was, was mich vor Gift schützt. Außer das hier, das erhöht die Giftresistenz, aber nicht die lindert kein Gift. Was war das? Ich bin verwirrt. Jetzt bin ich echt ein bisschen verwirrt. Ich hatte doch was dafür. Jede Menge, das habe ich doch nie benutzt. Wo ist das hin? Reparaturpulver? Gelbe Blätter hieß das doch. Bin ich blöd. Na, komisch. Dürfen wir uns halt nicht vergiften lassen. Ich weiß echt nicht, wo das hin sein soll. Das ist jetzt echt dämlich oder doof. Jetzt sind wir deswegen gestorben und ich weiß nicht, was mich jetzt gegen Gift heilt. Ich habe gar nichts mehr, was mich gegen Gift heilt. Oh, das ist die falsche Richtung. Schade, 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 schade. Sehr blöd, sehr blöd, sehr blöd. Aber naja, so schwer ist das Gebiet ja nicht. Es ist halt nur ärgerlich, so ein unnötiger Tod eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Mehr als unnötig war der Tod und wir sind ihm natürlich gestorben. Hallo. So, mein Freund. Bleib mal da liegen. Ja, kommt doch her. Nö, nö, nö. Backstab kriegst du mich nicht hier, mein Freund. Mann, 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 Mann. Ich muss noch eins weiter rauf, ne? Ja, ich muss nämlich hier lang. Was macht diese ekelhafte Geräusche hier gerade? Was ist das? Wohl aufzuwerfen, mein Freund. Gut, ich weiß ja nicht, wie dich bemerkt. Ah, schade.
Na, was hast du fallen? Ein Eisenpfeil, wofür auch immer die da sind. Ja gut, außer mit dem Bogen zu schießen halt, ne? Hallo? Da bist du ja. Ich hab dich schon vermisst, mein Freund. So, ich war aber noch nicht hier, ne? Ich war noch unten, oder? Ein Varäger Schwert. War ich hier unten? Ich war da hinten unten, ne? Ein neues Schwert. Varäger Schwert. 125 Schaden macht. Das ist also besser als das andere Schwert. Von Varägern benutzt es gerade Schwert mit eingravierten Totenkopf. Ein früherer König zog einst in die Schlacht, um diesen Schrecken der Meere das Hand wegzulegen. Doch anstatt sie zu einzusperren, zwang er sie die Arbeit in die Werft. Das haben wir schon gelesen. Ich glaube beim Schild, ne? Aber es halt so. Hallo? Tür auf. Wo waren denn jetzt meine Seelen? Das frage ich jetzt noch gerade so ein bisschen. Ach, hier vorne in der Hütte, ne? Da, wo das Gift drin ist. Da muss ich aufpassen, dass ich da nicht nochmal reinlaufe. So, diese Fässer sind also böse. Da laufe ich jetzt nicht nochmal rein, meine Freunde. Ne, 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 ne. Kommt kein Dampf raus, das ist gut. Estus-Flakon-Scherbe. Wunderbar, wir können also auf 5 erhöhen. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich pack das nicht mit, einfach so an. Ne, 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 ne. Da könnt ihr mich mal. Das geht gar nicht. Scheiße. Na egal. Vielleicht überleben wir das, wenn ich den kleinen Lebensstein dagegen erfahre. Was passiert dann? Ja. Ha. Puh, das ging ja noch ganz gut. Das ging noch einigermaßen gut, würde ich sagen. Gefährlich, gefährlich. So, hier liegt noch ein... Wie komme ich denn hier normalerweise runter? Da war doch irgendwie... Ah, ist eine Treppe. Ich wollte das sagen. Hier war doch irgendwo eine Treppe. Ach, ihr schon wieder. Hm. Komm schon. So, bevor ich da drauf ankommen lasse, mache ich es lieber hier auf Nummer sicher. Da ist nämlich noch einer drin. Die da zwei reingekriegt, gequetscht bekommen, ne? So, mein Freund. Dein Tode ist nahe. Stirb. So eine Hütte. Wir haben einen Eimer stehen, aber sonst ist hier nichts, ne? Außer ein paar, die da im Wasser liegen. Die sind doch bestimmt noch nicht tot. Sag ich doch, die stehen wieder auf. Die gemeinen Kerle da, ne? Hängen sie sich da mal ein bisschen dran und sagen, hier, komm. Die sind alle ganz nett, die hängen hier nur ein bisschen ab. Die sind gar nicht, wir sind schon tot. Und dann, die sind gar nicht tot. Haha, reingefallen. Die sich da so hängen, ne? Geh mal zurück. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich mich wieder zurückschubsen, aber... Geht nicht. Kann ich das Geröll hier kaputt hauen?
Das wäre echt gut, wenn wir hier ein bisschen Geröll kaputt hauen könnten und den Weg zurück zu Ebene. Wo kommt der denn her? Wo kommt der da oben her? Guck mal, da vorne ist das Schiff. Hier sitzt wieder einer. Hier sitzen echt gerade viele Leute. Guck mal hier. Ist das kaputt hauen? Nö, ich dachte, ich könnte das jetzt vielleicht kaputt hauen, um den Weg abzukürzen, aber geht nicht. Na, wer bist du denn hier, alter Mann? I sense power. Very well. From this day, you shall be my new pupil. I am Carillion. Carillion of the Fold. Surely you've heard the name. Nö. Now, do not be afraid. Let us explore the limits of sorcery. Ah, ein Zaubererlehrer, cool. Pyromantieflamme verstärken. Na gut, da haben wir jetzt noch gar keine, ne? Normaler Zaubererlehrer. Guck mal hier, den kaufe ich mir sofort. Einfach damit wir einen haben. Erhöht magische Abwehr, verkürzt Zauberwirkzeit. Mhm, auch sehr nett. Was ist das? Senkt benötigte Intelligenz eines Zaubers um 1. Das ist auch sehr gut. Den haben wir schon, den großen Seelenfall. Dann haben wir den schweren Seelenfall. Mhm. Großer, schwerer ist natürlich noch besser als unsere. Ah, es gibt auch wieder die Seelensperrfeuer. Mhm. Brauchen wir aber erstmal alles nichts. Ich spreche einfach mal so mit ihm. The forces of magic and souls lie dormant in this land. It is a fitting place to hone my sorceries. I suspect that I may even conjure up new spells here. Sorcery is yet a mystery, even to me. Let us mature together, young pupil. Use scrolls to unleash the power of sorceries. But the power of each scroll is reliant on that of its owner. The untrained cannot wield a scroll to its proper potential. Never forget, young pupil, there are no shortcuts to mastery. Die gibt es doch nie. The forces of magic and souls lie dormant in this land. It is a fitting place to hone my sorceries. I suspect that I may even conjure up new spells here. Sorcery is yet a mystery, even to me. Let us mature together, young pupil. Na gut, das scheint er jetzt wieder zu wiederholen. Dann lass ihn einfach mal in Ruhe. Young pupil, do not take my teachings lightly. Keine Angst, das tue ich nicht. So, da kommen wir nicht zurück. Da geht's auch nicht weiter. Ich schätze mal, wir müssen oben die Glocke läuten. Aber ich glaube, das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Und das hier ist mal wieder alles vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und lasst mir doch einen Kommentar da. Wie hat's euch denn gefallen? Bis zur nächsten Folge, euer Moscha. So